So, einen wunderschönen guten Abend an alle, die den Weg hierher gefunden haben zu Stymie TV. Heute ist es soweit, ESL Country Championship 2013, das Finale. Schweden und Frankreich haben es geschafft. In der Vorrunde haben wir zwischen beiden Teams schon ein sehr, sehr spannendes Match gesehen. Ich glaube, 18 zu 17 ist es ausgegangen. Also für Spannung wird wahrscheinlich heute hier definitiv garantiert sein. Wir sehen auch, wie in den anderen Matches natürlich heute eine Tech Map, eine Speed Map und eine Dirt Map, jeweils bis 7 Punkte. Und ich bin gespannt, welches Team der Nachfolger des deutschen Teams werden wird, die ja 2010 den CC gewonnen haben. Dazu eine unangenehme Anmerkung am heutigen Tag, und zwar: Das deutsche Team wird nicht das Match gegen Ungarn bestreiten, das jetzt eigentlich zeitgleich wäre. Es gibt da wohl einige Motivationslöcher, die es da nicht mehr zu stopfen galt, und deshalb, ja, hat dann Ungarn letztendlich einen Defwin kassiert. Ist ein bisschen blöd, natürlich für alle, die da wirklich trainiert haben und fahren wollten, inklusive mir. Aber ja, kann man wohl leider nichts machen, wenn sich da nicht genug Leute zusammenfinden. Aber darum geht's heute hier nicht. Wir wollen uns jetzt Frankreich gegen Schweden angucken. Natürlich könnt ihr auch mit mir kommunizieren im Twitch TV-Chat. Da könnt ihr auch gerne mal tippen, wer das Match heute gewinnen wird. Ich werde nachher im Chat schauen. Unter allen Leuten, die richtig getippt haben, werde ich 5000 Coppers verlosen, wenn ihr sie haben wollt. Also auf in den Twitch TV-Chat und dann nochmal tippen, wie das Ganze heute hier ausgehen wird. Hier wird gerade noch diskutiert, ob Tech zuerst gefahren wird. Zeit für uns aufs Line-up zu gucken der beiden Teams. Und zwar haben wir bei den Schweden ein richtig krasses Tech-Line-up. Und zwar fahren dort Frostbeule, Lund, Kayen und Slink, ähnlich wie, glaube ich, letzte Woche schon gegen Deutschland. Und auf Seiten von Frankreich fahren Slevin, Epic, Alex und Aswer. Da ist der Ersatzmann Snakey. Also wir werden wohl hier schon wirklich ein Match der Giganten sehen. Zwei Warm-Up-Runden gibt es jetzt noch auf der neuen Map ESL Nutcracker. Sehr, sehr ausgefallener Name, wenn man das so sagen kann. Lässt sich auch ganz gut fahren. Meiner Meinung nach die beste Map im Map-Pack bisher der CPS. Aber hat ja jeder so eine andere Meinung drüber. Aber ich denke, die wird auf jeden Fall gut von der Hand gehen. Und ich denke, Frankreich wird hier ordentlich Gas geben müssen gegen das Doppelpack von Kayen und Frostbeule. Wird schon ganz schön schwierig werden. An dieser Stelle natürlich gerne auch nochmal der Hinweis. Ja, ich mache den TM-Sound ein bisschen leiser. Danke für diesen Hinweis. Wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite, facebook.com/stubbytv. Das Ganze einfach mal liken, falls ihr es eh noch nicht getan habt. Und natürlich auch immer die VODs auf youtube.com/stubbytv. Gerne mal vorbeischauen. So. Bosbolle will jetzt unbedingt Tech als erstes fahren, aber die Franzosen wollen da wohl nicht wirklich mitmachen. Jetzt packen sie auch wieder ihren Franzosen-Slang aus. Und wir müssen mal schauen, wie sich die beiden Teams jetzt hier gleich einigen werden. Ah, die Franzosen wollen wohl als erstes Full Speed fahren. Da haben die Franzosen natürlich auch ein gutes Line-up. Kann ich gleich auch nochmal vorlesen. Und zwar fahren auf der FSNet Piranha, Infernal, Dudu, den kennt man auf jeden Fall, und Nico Cosmos. Cyril ist bei den Franzosen Ersatzmann. Aber wir wissen, die Schweden haben in der letzten Woche auf Full Speed auch nicht unbedingt schlecht ausgesehen. Naja, eigentlich haben sie schon schlecht ausgesehen, aber vielleicht reicht's gegen Frankreich. Rox, Platten, Kayen und Wich sind die Fahrer hier für die Schweden. Letzte Woche hat Deutschland nur mit 3 Mann gegen Schweden gewonnen in Full Speed. Da hat aber auch Rox gefehlt, der doch schon ein ziemlich starker Fahrer ist. Da werde ich gerade zugeflamed. Ja, ich bin heute ganz alleine, tut mir leid, deswegen keine Chance für Trash Talk. Aber Poker, du kannst gerne zu mir kommen und mir Gesellschaft leisten. Ist alles gar kein Problem. Und es wird immer noch diskutiert, was jetzt als erstes gefahren werden soll.
Natürlich ist es eigentlich schlauer für beide Teams erstmal Tech zu fahren. Nachher gibt es dann auch CPS-Matches zu sehen. Übrigens im Anschluss Duckespiel gegen Truids. Heute werde ich auch noch casten. Da geht es um den Einzug in die Playoffs. Sollte man auf jeden Fall sich auch nicht hingehen lassen. Und dann natürlich erst FS und Dirt, um den Satz mal noch zu Ende zu bringen. Aber nun gut, ich weiß jetzt nicht, warum die Franzosen jetzt so auf FS beharren. Helfen tut es auf jeden Fall keinen der Teams, denn die Zeit schreitet voran und es wird immer später werden. Umso später Tech drankommt, umso mehr Probleme werden die Spieler haben, denn die müssen wahrscheinlich in ihren Teams dann auch diverse Qualis fahren, wie ihr es ja wahrscheinlich auch alle kennt. Acer schickt Poker einfach kein Headset. Ist Acer so arm oder bist du es einfach nicht wert, dass sie dir ein Headset schicken? Das ist jetzt die Frage. Vier gegen vier wird natürlich gefahren, bis 7 Punkte wie in jeder Woche auch. Und die Franzosen fragen nochmal nach 2 Warm-up-Runden. Und die bekommen sie jetzt auch laut Frostbeule. Also es geht jetzt wohl dann nicht gleich mit Tech los nach den 2 Warm-up-Runden hier. Wenn wir mal so ein bisschen auf den Turnierverlauf schauen, es ist ja noch mal ein bisschen Zeit gerade, können wir sehen, dass beide Teams, wie gesagt, schon mal in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben. Frankreich ja als erster in die Playoffs eingezogen, dort dann gegen Ungarn letzte Woche gespielt. Die Schweden ja eigentlich nur durch Glück dabei, muss man ja sagen. Punktgleich mit den Niederlanden gewesen. Schlechtere Score Difference, aber trotzdem weitergekommen. Einfach aus dem Grund, die Schweden haben weniger Strafpunkte gesammelt als die Niederländer, die nämlich eigentlich den zweiten Platz belegt hätten. Die Niederländer somit auf die dritte Position verbannt worden, konnten damit nicht mehr in die Playoffs einziehen. Und Schweden dann letzte Woche ja auch Deutschland aus dem Turnier gekegelt. Was wäre nur gewesen, wenn die Niederlande dann letzte Woche gegen Deutschland gespielt hätten, dann hätte das Ganze vielleicht doch nochmal anders ausgesehen. Aber nun ist es so gekommen und im Spiel um Platz 3 hätte es dann die Partie zwischen Deutschland und Ungarn gegeben. So, ja, die Schweden, wie gesagt, gewonnen. Frankreich hatte letzte Woche gegen Ungarn 19 zu 9 gewonnen. Ich glaube, die Franzosen konnten ja doch schon dominieren. Ich glaube, nur Speed ging verloren. Muss ich nochmal nachschauen. Nee, selbst Speed haben sie gewonnen. 7 zu 1 gegen die Ungarn, also habe ich einfach nur Käse erzählt. Tja, ist ja auch egal. Denn wir gehen jetzt langsam, aber sicher live. Wenn sich die Teams denn sortiert haben. Achso, jetzt gibt es doch nochmal eine Warm-up-Runde. Eieiei, was für ein Chaos hier. Da muss man erstmal schauen. Also, Slivika ist Kimi, wie es ausschaut. Die Schweden haben alle ihre normalen Nicknames behalten. Nur die Franzosen machen sich da wohl gerne mal Spaß draus. Das ist Alex, okay. Ähnlich wie beim 24-Stunden-Rennen, als jeder einen anderen Nickname hatte. Übrigens, 24-Stunden-Rennen habe ich auch nochmal so eine ganz kleine Randinformation. Und zwar weiß ich, dass die Jungs aufs neue Update gewartet haben, das jetzt gekommen ist für Team 2 Stadium. Und da auf jeden Fall momentan schon eine Map in der Mache ist. Es gibt allerdings noch keinen wirklichen Termin dafür, aber ich denke, vielleicht könnte es dann dieses Jahr mal wieder klappen, dass es nochmal ein 24-Stunden-Rennen geben könnte. Muss man mal schauen, was die Jungs dann auf ihrer Homepage veröffentlichen werden. So, die Warm-up-Runden sind geschafft. Team 2 Stadium, pfui. Ja, ich weiß nicht, warum so viele Spieler was gegen Team 2 Stadium haben. Ich finde es eigentlich doch nach dem Update recht ähnlich.
Und ich denke, gerade durch die optimierte Struktur könnte sowas wie ein 24-Stunden-Rennen dann doch ein bisschen runder ablaufen als noch in T11. So, und wie es ausschaut, sind beide Teams komplett. So ist es. Wir gehen live in die erste Runde zwischen Schweden und Frankreich hier auf der ESL Nutcracker. Die erste Map des heutigen Tages. Tech ist also jetzt erstmal angesagt. 4 gegen 4, sehr, sehr enges Feld mal wieder. Wir haben vorne einen Franzosen an der Spitze, der sich gerade mit Kayen hier battelt. Kayen kann jetzt hier die Führung übernehmen. Dahinter sieht es dann aber schon wieder ziemlich rot aus. Leider gibt es keine Anzeige, obwohl hier Fast installiert ist. Und Frostboiler hier auf der zweiten Position. Es wäre jetzt ganz gut, wenn er hier noch einen einholen könnte. Es kann sich hier vor den Franzosen setzen. Jetzt geht es hier schon in Richtung Ende. Und er schließt hier wirklich richtig gut auf Kayen auf. Hängt er den Franzosen gut ab, der auch hier nochmal dran zu kommen scheint. Aber das wird wohl nicht reichen, wenn Frostbeule da keinen großen Fehler mehr machen wird. Kayen weiterhin da vorne auf der 1. Na, jetzt verliert Frostbeule doch noch die Position. Und das wäre so, so wichtig gewesen. Lund da nämlich abgeflogen. Und jetzt tickt die Zeit runter und der Rechenschieber muss rausgeholt werden. Ich möchte es nicht ausrechnen. Und es wird natürlich die rote Runde für die Franzosen. Auch wenn Kayen Erster geworden ist. Ja, da hätte Frostboil einfach den zweiten Platz machen müssen. 59,15 die Zeit übrigens. 59,25 und 59,29. Und wir gehen in Runde 2. Die Franzosen jetzt schon mal einen wichtigen Punkt geholt. So ein wichtiger Punkt, der nämlich auch im Hinblick auf Fullspeed und Dirt dann wirklich an Bedeutung gewinnt. Denn es geht ja wirklich hier um jeden einzelnen Punkt. Und man hat schon gesehen, dass das ein oder andere Mal so einen Punkt entscheiden kann. 18 zu 19 war ja das Ergebnis in der Vorrunde zwischen beiden Teams. Und die Franzosen sind auch in dieser Runde wieder gut mit dabei. Drei Franzosen jetzt vorne. Und Kayen musste auf jeden Fall Gas geben. Oh, da hat sie einen erwischt. Aber das ist noch nicht ganz so schlimm. Kayen kann sich jetzt auf die zweite Position hier setzen. Hinter Epic. Der kommt ein bisschen weit raus. Hat da Glück, dass er nicht unbedingt aneckt. Kayen übernimmt die Führung. Wo ist der Rest? Oh, Slink ist da böse angeeckt. Lund auch ziemlich weit hinten zusammen mit Frostboil. Und Kayen hat jetzt auch nochmal Speed verloren. Und die Doppelführung hier für die Franzosen. Danach dann drei Schweden. Aber es reicht. Es reicht für die Franzosen. 59, nur 6. Also nochmal ein ganzes Stück schneller als schon in der ersten Runde. Und jetzt müssen die Schweden langsam aber sicher aufwachen hier. Müssen Gas geben, dürfen nicht zu viele Punkte verlieren. Denn wir wissen, die Franzosen haben auch ein gutes Speed-Line-Up. Weil beide Teams natürlich super Line-Ups haben. Oh, da hat es Epic schon mal rausgebracht. Frostboiler auch ein bisschen an Schwung verloren. Seit er da diese Streaming-Geschichte macht und während des Fahren streamt, scheint er da nicht mehr ganz so konzentriert zu sein. Kayen jetzt da vorne auch angeeckt. Nur noch Lund für die Franzosen vorne. Schauen wir mal ins hintere Feld. Aber Frostboiler kann jetzt den zweiten Platz übernehmen. Da hat ein Franzose noch einen Fehler gemacht hier. Jetzt schaut es doch schon wieder sehr, sehr blau da vorne aus. Link kann sich jetzt auch noch auf die dritte Position setzen. Wenn es so ins Ziel geht, dann ist es der erste Punkt für die Schweden. Immer noch Doppelführung. Was macht denn Lund da? Der verliert unglaublich viel Geschwindigkeit. Aber Frostboy rettet da vorne noch die Ehre der Schweden und damit auch die erste Runde. 59,19 die Zeit, 59,27 und dann schon ein bisschen abgeschlagen. Punkt 41, Punkt 45 die Zeiten. Also da hätte noch ein bisschen mehr kommen können. Ich weiß nicht, was Lund da gemacht hat. Scheint sich irgendwie verbremst zu haben. Wer denn auch bitte schön Windows 8, ja? Ich gucke da kurz auf den Chat und sehe da Windows 8 WTF. Also das benutzt ja wirklich keiner, nicht mal Microsoft selbst, als sie versucht haben, bei der Xbox One-Präsentation einen Windows 7-Rechner zu benutzen. Auch eine ganz nette Geschichte mit Nvidia-Grafikkarte, die es ja dann in der fertigen Konsole so gar nicht geben wird. Kayen hat es da jetzt gerade eben wieder rausgepackt. Frostbeule und Lund sind aber noch in diesem Pulk drin und Kayen kann sich nochmal ein bisschen ranziehen. Jetzt wäre es wichtig, dass hier Frostbeule die Führung übernimmt. Und es sieht auch ganz gut aus. Er schließt hier auf den Franzosen auf.
ist jetzt im direkten Duell beide fast ineinander, aber Lund kommt da auch nochmal ran. Jetzt ist es gut, dass Lund hier nochmal rankommen kann und die Führung übernimmt. Schaut euch an, wie viel Speed der hier mitnehmen konnte. Und da hat es einen Franzosen auch gerade eben schon wieder erwischt. Lund und Frostbeule in Führung. Lund hat da jetzt wieder ein bisschen Speed verloren, aber Kayen ist da auf jeden Fall noch da und das reicht. Reicht wieder für die Schweden, die jetzt hier den zweiten Punkt auf der Map machen können. Ja, Lund schreibt auch, er hat einen Slowdown gehabt, wie es ausschaut. 59,09, also Frostbeule fährt sich jetzt doch langsam warm. Und 59,15 und 16, also doch eine relativ enge Runde hier zwischen den beiden Teams. Und damit jetzt ein 2:2. Ja, für Tablets ist es auf jeden Fall okay. Aber, für den Gaming-Rechner Windows 8, ich weiß nicht. Lund deckt da jetzt an, das ist natürlich bitter für die Schweden hier. Sie brauchen ihn doch so dringend da vorne. Aber Frostball und Kayen jetzt gerade im Duell mit zwei Franzosen hier wieder. Oh, da hat's Epic auch ganz schön rausgehauen aus dieser Situation. Er ist da über dieses Halfpipe-Teil gefahren. Und dadurch hat er die Kontrolle über das Auto verloren. Und nur noch ein Franzose vorne, dahinter dann drei Schweden. Sieht ziemlich gut aus jetzt gerade hier für das Team rund um Frostbeule, dass sie hier die nächste Runde holen können. Also Frankreich stark angefangen. Wobei, ich sehe gerade, wir haben eine Rot-Blau-Rot-Blau-Konstellation da vorne und Sling eckt da jetzt auch nochmal an. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Dadurch, dass Lund und Sling da jetzt noch angeeckt sind, wird's doch noch die Franzosenrunde. Und die gehen jetzt in Führung. Gerade eben wollte ich sie noch flamen, dafür, dass sie nicht hier mal eine Runde geholt haben. Aber jetzt könnten sie doch wieder in Führung gehen. So schnell kann es gehen. Leichtsinnsfehler, meine Güte, machen es dann am Ende aus. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja. Die muss schon gelernt sein. Und jetzt natürlich die Schweden unter Druck. Die brauchen hier ein paar Punkte Vorsprung gegen Frankreich, um dann die Schwäche, nenne ich es jetzt einfach mal, im Fullspeed-Bereich ausgleichen zu können. Kayen und Frostbeule wieder vorne an der Spitze. Frostbeule hier schön Speed mitgenommen in diesem Part. Kann sich da jetzt auch schon vor seinen Kollegen setzen. Wir gucken mal ins hintere Feld. Lund ist da. Nur ein Franzose. Epi kommt auch nochmal ran, der bisher noch gar keine große Erscheinung gezeigt hat. Es sieht wieder nach einer schwedischen Runde aus. Lund und Kayen vorne. Frostboiler auf der 3 im Duell mit zwei Franzosen, aber das kann eigentlich egal sein. Oh, eckt da nochmal an, aber vorne bleibt es spannend. Kayen holt da die Führung und auch Lund kann da nochmal unterstützen. 59,01, 59,13 die Zeiten, also jetzt doch schon mal ein ganzes Stück schneller als noch am Anfang des Matches. Und damit jetzt das 3:3, also die Schweden können wieder ausgleichen. Ich bin immer noch der Meinung, das reicht einfach nicht. Die Schweden müssten einfach mehr Gas geben. Jetzt wird es wohl eine Endround geben, weil Kayen da nicht losgefahren ist. Team Ace hat dem TMNF-Squad mehr Support versprochen in nächster Zeit. Sehr, sehr interessant. Okay. Die Schweden scheinen es noch nicht so wirklich mitbekommen zu haben, dass es jetzt Endround geben wird. Werden wahrscheinlich auch alle ohne hart rumfahren. Alle Franzosen haben, glaube ich, aufgegeben, bis auf einen. Ja, jetzt müsste mal da wirklich jemand was machen. Oje, oje, die Runde geht bald zu Ende und die fahren immer noch. Nur Frostbeule scheint wohl Adminrechte zu haben und der ist auch noch auf der Strecke unterwegs. Okay. Also, die beiden werden jetzt die Runde finishen. So ist es auch. Wird aber nicht zählen. Und Frostbeule schreibt noch Go, Go, Go. Das hat er sich wohl anders gedacht. In dieser Runde. Mal gucken, was jetzt passieren wird. Ob jetzt die Schweden doch nochmal zurücksetzen werden oder nicht. Jetzt hat Kayen auch kurioserweise den Server verlassen. Und jetzt können sie vielleicht das Ergebnis nochmal nachbessern. Jetzt fahren sie auf jeden Fall nicht los. Spannend.
Ja, lass dir mal wenigstens ein Headset spendieren, Poker, damit du nicht mehr keine Ausrede mehr hast. Wobei du ja in Österreich bist, mit Sicherheit auch einen dieser komischen Elektronik-Discounter à la Mediamarkt hast und da bestimmt so ein ganz gammeliges Hammer-Headset für 5 Euro kaufen kannst. So. Ja, jetzt muss erstmal über den Befehl nachgedacht werden, wie man denn die Punkte wieder korrigieren kann. Frostbeule weiß den Befehl wohl nicht. Kennt ihr ihn? Ich weiß ihn auch nicht. Bevor es dann jetzt letztendlich weitergehen wird. Also 3 zu 3 nach wie vor der Spielstand. Kannst du das Torwandschießen machen und ein Headset umsonst bekommen? Da kenne ich eine Geschichte drüber. Und zwar gab es dann einen Studenten, der hat sich von Leuten Geld geliehen, 8000 Euro insgesamt, hat sich Smartphones in dessen Wert gekauft, ist dann an die Torwand gegangen und hat kein einziges Mal gewonnen. Tja, jetzt sitzt er auf dem Schuldenberg, muss seinen Freund natürlich das Geld zurückgeben und weiß nicht mehr, was er machen soll. Und herzlichen Glückwunsch an Frostboy, der hat den Befehl gefunden. Also, jetzt steht es auch wieder ganz offiziell richtig. 3 zu 3 nämlich. Ja, haha, der Noob. Also ich hätt's mir auch nie rausgenommen, da wirklich das Ganze zu riskieren und da hinzufahren und so viel Geld auszugeben für irgendwelche Smartphones, die ich am Ende dann doch bezahlen muss. Das ist schon ziemlich bitter. Jetzt könnte es aber langsam aber sicher mal weitergehen hier mit der nächsten Runde. Ich habe vor knapp einem Monat 1400 Euro gespart, neuen Leppi und Fernseher gekauft und Torwandschießen geschafft, schreibt Champ02. Herzlichen Glückwunsch, das hat sich ja dann gelohnt. Wahrscheinlich mehr als die ganzen Jahre Trackmania spielen. Stimmt, es gab auch die Geschichte, dass jemand es verboten wurde, so beim Torwandschießen mitzumachen. Einfach aus dem Grund, dass er zu oft getroffen hat. Und das war nicht als Flame gegen dich, Champ, gerichtet, sondern das war als Flame an Trackmania gerichtet, weil man dort einfach nichts gewinnen kann. Zumindest zur Zeit, nicht? Und hier wird immer noch diskutiert und gelabert und gelabert und die bekommen es einfach nicht auf die Reihe, jetzt mal hier die nächste Runde starten zu lassen. Ich weiß auch nicht, was das Problem ist. Ich sehe nur komische Zeichen und eine Sprache, mit der man nichts anfangen kann. Ach, Frostbeule scheint wohl zu versuchen, jemanden als Admin zu adden. Und jetzt scheint es dann auch weiterzugehen. Warum macht er denn jetzt Restart? GG. Okay, also ich weiß nicht, warum Frostball jetzt restartet hat, aber wir machen jetzt dann einfach mal weiter, denke ich mal so. Hoffentlich bessert sich das. Ja, wer weiß, wie das mit Trackmania 2 Stadium weitergehen wird. Ist nicht, vielleicht nicht gerade das Beste, dass Nadeo hier ein Spiel nach dem anderen raus hat. Welle ja am 4. Juli dann auch. Noch released. So, wir gehen live in die nächste Runde, denke ich mal. Es wird jetzt keine Warm-up-Runden mehr geben. Lund hier gerade eben schon angeeckt. 3 zu 3 steht es jetzt hier. Teil und Frostbeule für die Franzosen, für die Schweden wieder ziemlich weit vorne dabei. Aber drei Franzosen, die hier Probleme machen. Oh mein Gott, da hat Skyen gerade ganz schön böse erwischt. Und nur noch Frostbeule da vorne. Epic und Slefka da vorne für die Franzosen unterwegs. Und jetzt muss Frostbeule sich schon was einfallen lassen, um vielleicht wenigstens noch einen Unentschieden hier retten zu können. Aber Lund ist schon sehr, sehr weit weg. Und da muss wirklich schon ein Wunder passieren, dass sie hier die Runde eventuell noch holen können. Denn es sieht gar nicht gut aus hier. Die Pause hat den Schweden nicht gut getan. Und natürlich nagt so eine Pause immer an der Konzentration. Epic weiterhin sehr weit vorne. Und jetzt noch der Randsteinbug von Frostbeule. Auch dieser Mann kann Bugs bekommen. Und das ist die Runde für die Franzosen. Im Dreierpack können sie da die Runde gewinnen. 58,94 von Epic. Ich glaube, die schnellste Zeit bisher im Match. Und eine 59,40 dann auf der zweiten Position. Ganz schön bitter, muss man da sagen.
Ja, das stimmt. Das Regelwerk hat wirklich zu viele Freiheiten. Und die Franzosen gehen jetzt 4-3 in Führung. Dabei müssen die Schweden doch unbedingt Gas geben. Jetzt hat Lund aufgegeben. Wieder Probleme am Start. Und jetzt musste nochmal das Ergebnis angepasst werden. Eieiei, was für ein Chaos-Match. Und das hier ist ein Finale, meine Damen und Herren. Das ist doch schon ganz schön bitter. Aber jetzt scheint es wohl zu stimmen. 4-3 für die Franzosen. Weiß nicht, was die da jetzt gerade treiben, irgendwie. Okay, alle fahren jetzt zumindest mal, auch wenn während der Runde da hart gechattet wird. Jetzt haben zwei Franzosen einfach aufgegeben, verlangen jetzt Endround. Kain hat auch aufgegeben. Also, ich habe selten so ein unorganisiertes Match gesehen. Muss ich an dieser Stelle echt mal sagen. Und ich habe wirklich schon sehr, sehr viele Matches gecastet. Aber das ist doch schon ziemlich krass. Und ich glaube, das tut keinem der beiden Teams gut. Und jetzt heißt es, es ist live. Also die Runde gerade eben hat nicht gezählt. Die Runde gerade eben hat nicht gezählt. Es bleibt beim Spielstand von 3-3. Und jetzt geht es erst weiter. Die Franzosen haben also für den Arsch die Runde gerade eben gewonnen. Und jetzt geht es erst los. Warum man auch mitten im Match nochmal eine Warm-up-Runde macht, muss man mir einfach mal erklären. Etwa drei Franzosen wieder vorne. Frostbolt und Kain, die zwei schnellsten Schweden, versuchen da auf jeden Fall nochmal Gas zu geben. Interessant übrigens, dass Epic mit dem Schweden-Car fährt. Sehr, sehr verwirrend dann in diesem Pulk. Und Frostbeule und Kain können sich auch an die Spitze setzen. Slinkt da sehr, sehr weit hinten. Oh, Kain musste auf jeden Fall die Position behalten, um vorne noch das Unentschieden retten zu können. Es wäre ganz gut, wenn er da noch einen einholt. Kommt jetzt auch hier an einem vorbei. Und Epic ist auf dem Weg hier vorne vielleicht noch Frostbeule zu holen. Das wird ganz schön eng gegen Ende werden. Das Ende passt bei Frostbeule, aber Epic hat sehr viel Overspeed, aber es reicht nicht. Und trotzdem gewinnen die Franzosen, weil Lund und Zling da hinten die Fehler gemacht haben. Nur Vorletzter und Letzter geworden sind. 59:02 die Zeit von Frostbeule. 59:08. Ja, ich bin schon lange in Trackmania dabei und ich glaube wirklich, dass es das unorganisierteste Match ist, was ich zumindest jetzt mal gestreamt habe. Ich selbst habe noch mal was Schlimmeres erlebt, aber das erzähle ich gleich während der Warm-up-Runde. Jetzt führen die Franzosen auch 4-3. Frostbeule kann sich da an die Spitze setzen. Lund gerade auf dem Weg, eigentlich Position 2 da zu holen. Muss dann Eriksson erstmal vorbeikommen. Hat er jetzt auch geschafft. Hat auch sehr, sehr viel Speed hier in dem Part mitnehmen können. Oh, kommt jetzt aber hier sehr weit nach außen. Verliert hier die Position. Auch Slink wieder sehr, sehr weit hinten. Wo ist Kain eigentlich? Kain noch weiter hinten. Und wieder nur Frostbeule da vorne. Das sieht wieder sehr nach einer Franzosenrunde aus. Weil einfach die Teamkameraden fehlen. Aber jetzt Eriksson nochmal gefällt. Und Epic ist auch gefällt. Und was heißt das am Ende? Oh mein Gott. Die Schweden holen die Runde noch. 58:91 von Frostbeule, 59:02 und 59:49 die Zeiten. What the fuck? Was ist da passiert? Da haben die Franzosen wirklich die sicher geglaubte Runde schon weggeworfen und jetzt das 4-4. Bei diesem ganzen Chaos weiß man schon gar nicht mehr, für welches Team das jetzt wirklich ein Vorteil oder Nachteil gewesen ist. Lund hat's da erwischt. Ich glaube auch Frostbeule, genau. Zwei Schweden da hinten schon wieder weg und Kain in diesem Moment auch wieder angeeckt. Das heißt, wir haben einen Dreierpack der Franzosen jetzt vorne hier. Und ich bin mal gespannt, ob sie es jetzt schaffen, die zweite sicher geglaubte Runde ins Ziel zu fahren. Ein bisschen Weg haben sie ja noch vor sich. Aber es wäre ganz gelegen, wenn sie die Runde gewinnen würden, dann würden sie nämlich 5-4 in Führung gehen. Das wäre doch mal ganz ordentlich hier gegen die Schweden. Aber es sieht jetzt ganz gut aus, dass da wohl nichts mehr passieren wird.
Ja, jetzt geht es auch nochmal in Richtung Ende. Einen hat es da wohl noch mit dem Noseslide rausgehauen. Aber es ist egal, denn Kajan war der schnellste Schwede mit einer Zeit von 1:00:09. Aber wissen wir Bescheid, dass da nichts mehr anbrennen kann. Also das ist eine geschenkte Runde. Und die Schweden müssen jetzt aufpassen, dass die Franzosen ihren Vorsprung nicht weiter ausbauen. Denn wie gesagt, das FS-Line-up der Schweden ist nicht unbedingt das stärkste. Und da gehen auf jeden Fall Punkte verloren. Und wie Champ02 schon sagt, ist halt das Problem, wenn der Admin selber Fahrer ist. Da kriegt man es halt nicht unbedingt mit, wenn dann was auf der Strecke passiert. Hat einen Franzosen gerade schon wieder zerhauen. Slink kann sich jetzt mal an die Spitze setzen. Und noch einen. Epic war das, der jetzt vorne auch wieder fehlt für die Franzosen. Also sieht ganz gut aus für die Schweden. Oh, Lund, das sehr, sehr weit nach außen rangekommen. Da war die Wand fast schon am Reifen. Er kann jetzt aber hier mit Kajen die Führung übernehmen. Und Lund eckt da an. Lund eckt vorne an. Aber Slink und Frostbeule sind noch da. Frostbeule kommt auch sehr, sehr weit raus. Jetzt ist es wichtig, dass Kajen da vorne die Runde für sich behält. Oh, der backt da nochmal ein bisschen rum, wird nach außen weggetragen. Und jetzt hat es ein Franzose geschafft, die Führung zu übernehmen. Dazwischen aber zwei Schweden. Das wird eine sehr, sehr enge Runde werden hier vorne. Wichtig ist, dass Slink vielleicht hier noch an Slefka vorbeikommt. Oh mein Gott, ist das eng da vorne. Und Kajen kann die Führung übernehmen und gewinnt da die Runde für die Schweden. Das war sowas von wichtig, unglaublich. 59:18, 59:21 und 59:22. Und die vierte Zeit von Frostbeule war eine 59:23. Die drei Spieler waren innerhalb von 3 Hundertstel ins Ziel gekommen. Unglaublich, unglaublich. Aber Kajen, the man, einfach nur noch, ja, der es geschafft hat, hier am Ende nochmal richtig eins rauszuhauen und die Führung zu übernehmen, wo es zwischenzeitlich nicht ganz so gut ausgesehen hat. Ist die Frage, wen du gerade meinst, wer jetzt welche Internetleitung hat, ich oder der Frostbeule? 5:5 der Spielstand. Epic gerade mal vorne, zusammen mit Frostbeule, der jetzt die Führung übernehmen kann. Noch keine größeren Fehler in der Runde. Aber wieder sehr, sehr enge Runde da. Die Schweden müssen auf jeden Fall nochmal pushen, um hier ranzukommen. Keiner wieder mit einem Fehler. Frostbolle ist aber nach vorne. Lund muss die zweite Position halten. Da fliegt auch ein Franzose weg. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus für die Schweden, wenn sie die Doppelführung so halten können. Und so ist es auch. Und Slink kommt da sogar noch an einem vorbei. Das gibt's nicht. Das Ende macht bei so vielen Leuten Probleme. 59:13, 59:24 die Zeiten. Und damit die nächste Runde für die Schweden, die jetzt in Führung gehen. 6:5. Und die brauchen auch so wichtig die Punkte. Am besten jetzt den Sack zumachen und dann gegen Frankreich auf Fullspeed so wenig Punkte wie möglich kassieren. Das wäre jetzt wichtig. Oh, da hat es auch einen Franzosen gerade eben schon wieder erwischt. Lund kann da momentan die Führung übernehmen. Dahinter dann aber drei Schweden. Was wollte schön an die Spitze gesetzt. Jetzt das Dreierpaket der Schweden da vorne. Franzosen müssen Druck machen. Aber es sieht nicht danach aus momentan. Nur einer kann hier vorne noch mitspielen. Auch wenn er hier an Kajen vorbeikommt, ändert das nichts, denn da kommt schon wieder Lund angefahren. Oh, der eckt da jetzt nochmal an und wir haben vorne das Dreierpaket der Schweden, Frostbeule, Lund und Kajen können jetzt hier den Sack zumachen. Und so ist es auch. Da brennt nichts mehr an, auch wenn Frostbeule da das Ende fast noch gefällt hätte. 59:06, 59:08 und 59:31. GG an Schweden, die das erste Submatch hier gewinnen können. Ein 7:5 haben sie dann doch noch nach dem ganzen Chaos rausfahren können. Und ich bin jetzt mal gespannt, was als nächstes kommen wird. Wahrscheinlich doch jetzt Fullspeed. Ich habe Onio übrigens schon selbst gefragt, ob er hochkasten kann oder nicht. Das hat allerdings nicht geklappt. Jelle ist heute auch unterwegs. Nutella zieht in eine neue Stadt. Das heißt, der war auch nicht da. Wen haben wir noch? War da noch jemand?
Ich glaube, da war keine. Doch, Suke. Suke fährt nachher für Truids, braucht deshalb auch die Warm-up-Runden. Und jetzt ESL Trotz, die Full-Speed-Map. Und da können wir auch gerne nochmal einen Blick aufs Line-Up werfen, wenn ich das Match vorher nicht einfach geschlossen hätte. Aber es ist alles gar kein Problem. Die ESL-Seite ist ja so unglaublich schnell, dass wir da ganz schnell zu den Matches navigieren können. Nicht, aber ich werde es jetzt einfach trotzdem mal tun. So ist es. Also für Frankreich werden auf Fullspeed fahren Piranha, Infernal, Dudu und Nico. Nikosmos. Hier ist der Ersatzmann Cyril und auf Speed für die Schweden unterwegs. Roxor, Platten, Plutten, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Kayen und Wich. Kayen letzte Woche auch interessant unterwegs gewesen. Bei den Franzosen sind schon mal alle da. Bei den Schweden fehlt wohl noch der ein oder andere. Ja, Nutella zieht um in die wunderschöne Stadt Mannheim, in der ich auch wohne. Somit wird es auf jeden Fall schon mal kein Gelege mehr geben, wenn er Co-Caster sein wird, denn er hat in seinem neuen Wohnort auf jeden Fall eine 50.000er Leitung. Das ist für ihn eine Steigerung, wenn man bedenkt, er hat vorher, glaube ich, eine 6.000er gehabt, an der hat er mit drei Leuten gehangen und jetzt hat er dann eine 50.000er für sich alleine. Das macht dann doch schon mal einen Unterschied. Und jetzt kommen auch die Schweden auf den Server. Ist natürlich nicht Roxor, wie ich mich gerade eben ausgesprochen habe, sondern einfach Rox. Roxor gab es auch mal. Ist aber nicht der gleiche Typ. Ja, man muss sagen, die Map hier ist so ein bisschen. Ich möchte ESL eigentlich nicht flamen, aber so das Abfallprodukt der Speed Premiership. Das ist so das liegen gebliebene, was man dann jetzt halt noch ein bisschen so fährt, damit man überhaupt eine Map in dem Turnier hat. Also Nutcracker wirklich eine sehr, sehr gute und schöne Map gewesen, finde ich persönlich. Aber das hier ist dann doch schon grenzwertig. Noch schlimmer war allerdings die Map in der Woche zuvor. Also die fand ich dann nochmal ein ganzes Stück hässlicher. Und auch die Dirt Map habe ich schon mitbekommen, ist bei dem einen oder anderen Spieler durchaus verhasst. Ich glaube, die kann man dann sogar mit einem Wallbang fahren, aber dazu später dann mehr. Zwei Warm-Up-Runden sehen wir jetzt hier noch. Und nun kann Frostboiler auch wieder ganz normal administrieren, wie sich das Ganze gehört, damit wir das Chaos von gerade eben nicht nochmal sehen werden. Und ich habe es schon angedeutet, die Franzosen hier mit Piranha und Dudu sehr stark. Also ich denke, es wird hier sehr schwer werden für die Schweden wirklich was rauszuholen, wenn man bedenkt, dass Deutschland gegen Schweden letzte Woche schon zu dritt gewonnen hat. Dann wird es hier wahrscheinlich doch relativ eindeutig werden. Und Dirt wird am Ende dann wahrscheinlich das Envy sein, das es dann entscheiden wird. Da müssen die Jungs dann nochmal ordentlich Gas geben. Aber immerhin geht ja Schweden mit 2 Punkte Vorsprung hier in das Submatch hinein. Somit könnten die Franzosen bei einem 7 zu 0 nur 5 Punkte in Führung gehen. Finde ich dann schon schwierig wäre auf Dirt. Außer beide Teams sind mega no-lifed. Und Kayn, glaube ich, noch fast der. Mit Rox der beste Speedfahrer. Der hat ja auch ein paar Weltrekorde gefahren auf TMX. Müsste mal gucken, bei so ein paar Classic Maps gibt es auch FS-Weltrekorde von Kayen. Ach so, stimmt. Ich wollte die Story vom unorganisierten Match erzählen. Ja, wir sind in War gefahren und haben von dem War-Gegner eine Map zugeschickt bekommen, wie man das ja so kennt. Drei Maps jeder. Und die haben uns eine Map zugeschickt, die eigentlich keine Map war. Das war einfach nur so eine Straße, also ganz viele Straßen, ganz verwirrend, und es gab viele verschiedene Wege ins Ziel und es ging darum, welches Team hat den schnellsten Weg gefunden. Das haben wir dann so gemacht, indem wir das Dach der Map abgebaut haben und damit Paint den richtigen Weg reingemalt haben. Den haben wir uns dann gemerkt auf der Strecke und den sind wir gefahren. Lustigerweise sind die Gegner dann trotzdem langsamer gewesen, weil sie den eigenen schnellsten Weg nicht gewusst haben. Ja. Da haben sie uns dann ganz schön kaputt geflamed. Aber gut, wir gehen jetzt live hier die erste Runde.
Und Bodo kann sich da schön an die Spitze setzen, hat den Speedzeit sehr, sehr gut erwischt, kann ja auch viel, viel Overspeed mitnehmen. Dahinter dann Piranha und dann Rox und Kayen. Wir müssen mal gucken ins hintere Feld, denn das vorne wird sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel tun. Oh, da hat's einen erwischt! Da hat's einen erwischt! Ich weiß gar nicht, wer es jetzt gewesen ist. Kayen und Wichter auf 3 und 4 unterwegs. Rox hat's erwischt für die Schweden. Oh, das ist natürlich bitter. Und Platten scheint hinter Nikos Moss noch unterwegs zu sein. Also es wird auf jeden Fall die Runde für die Franzosen werden. So ist es auch. Piranha und Dudu mit einer 45-72 und 45-80 Position 1 und 2 geholt. Und damit das 7 zu 6 erspielt. Ja, aber so Geschichten wie, dass zum Beispiel Leute während des Matches, als sie verloren haben, einfach vom Server gegangen sind und so, das habt ihr ja bestimmt alle schon mal erlebt, oder? Lasst es mich wissen im Twitch-TV-Chat. Und wir gehen in die nächste Runde. Also 7 zu 6 führen die Schweden jetzt noch. Rox hat einen sehr, sehr guten Start hier gerade hingelegt. Aber schaut euch das an, wie Dudu mit seiner Leichtigkeit hier ihn einfach überholt. Viel mehr Speed hat. Schön den Speedside hier jetzt auch erwischt hat. Man hört es im Hintergrund ganz gut. Aber Rox ist auf jeden Fall dran. Hat jetzt aber zu viel Airtime gehabt. Kommt nicht eng genug rum. Und Dudu kann sich hier ganz locker an die Spitze setzen. Und Rox ist ja wieder von der Map geflogen. Wenn der schnellste Mann da nicht konstant genug ist, was will Schweden dann da noch machen? Piranha und Infernal auf 2 und 3. Und das wird wieder die nächste Franzosenrunde werden, auch wenn es Nico Kosmos da nicht mehr geschafft hat. Nur Kayen konnte davon noch ein bisschen mitmischen. 45-67, 45-90 und eine 46-02. Ja, nicht nur einmal, schreibt Champion 2. Das ist wohl wahr. Also so Matches, wo dann der Gegner einfach mal auf dem Server geht, weil sie verloren haben, ist nicht gerade unbedingt nett. Und damit haben wir jetzt unentschieden. Unentschieden Situation. 7 zu 7 steht es jetzt hier zwischen den beiden Teams. Und die Schweden müssen fast schon auf Fehler hoffen, denn tendenziell, wie ich schon vorausgesagt habe, wenn die da keine Chance haben, ranzukommen. Rox wieder auf der 1. Oh, ist er wieder abgeflogen? Er ist wieder abgeflogen! Das gibt's doch nicht! Piranha, Dudu und Infernal wieder da vorne mit dabei. Nur Platten kann da für die Schweden noch was ausrichten. Gerade auf der 3 unterwegs. Aber das reicht halt einfach nicht. Das reicht halt einfach nicht. Wo ist denn Kayen unterwegs? Kayen auch nur im Verfolgerfeld des Ganzen. Und es reicht nicht. 45, 73, 45, 85. Und die Franzosen gehen jetzt in Führung. 8 zu 7 steht es jetzt. Und vielleicht wenigstens einen Punkt holen. Ich glaube, die Schweden haben schon damit gerechnet, dass Rox hier nochmal ein bisschen konstanter fährt. Letzte Woche gegen Deutschland hat er ja gefehlt. Aber jetzt in dieser Runde muss er nochmal Gas geben können. Ach so, wenn die Gegner verloren haben, dass sie dann anfangen zu beleidigen. Ja, das gibt es doch öfteren auch mal. Wir springen wieder in die Runde hinein. Infernal auf der 1, Piranha auf der 2 und Dudu auf der 3. Ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr wirklich mit der Kamera umschalten. Und Frankreich wird wahrscheinlich hier auch die nächste Runde für sich entscheiden können auf Esel Trotz. Und die Dirt Map wird dann vermutlich wirklich ausschlaggebend sein. Auch wenn es hier gerade noch einen Franzosen erwischt hat, wird es einfach reichen, weil sie auf 1 und 2 ins Ziel kommen werden. Genauso ist es. Überrascht mich doch ein bisschen, dass Schweden da wirklich gar nichts entgegenzusetzen hat. Ja. Jetzt das deutsche Team mit schwedischen Tags und Schweden hätte wahrscheinlich gewonnen. So, Dudu kann sich wieder an die Spitze setzen. Infernal und Piranha auf 2 und 3. Wer hätte es gedacht? Wir können ja gerne Wetten abschließen. Ob noch eine Runde an Schweden gehen wird. Ich wette 5 Koppers dagegen. Nico Kosmos auch noch mit dabei. Nur Rox. Und Rox ist, glaube ich, auch wieder abgeflogen. So ist es. Rox wieder abgeflogen.
der einzige Schwede, der vorne hätte noch mitfahren können. Und Piranha und Dudu fahren das einfach ganz konstant hier zu Ende. 45, 58, 45, 85 und 45, 93 die Zeiten. Tja. Was will man an dieser Stelle noch groß sagen? 5 zu 0 für die Franzosen. Immerhin geht's schnell. Okay, Shorty sagt, Schweden macht noch eine Runde. Mal gucken, ob noch jemand einsteigt jetzt hier in die Wette. Momentan Kajen gerade vorne, aber der hat den Speedstand jetzt so gut erwischt. Auch die Wall hier eher suboptimal. Man sieht schon, wie viel Speed er verloren hat, wie viel so ein kleiner Fehler ausmacht. Er macht ja auch den Speedstand, so ist es ja nicht, aber es reicht halt einfach nicht. Dudu, Piranha, Infernal vorne. Das hatten wir gerade eben schon mal, glaube ich. Oh, in Infernal fliegt er noch von der Map ab. Aber Dudu und Piranha machen das da vorne ohne Probleme. Wieder auf 1 und 2, die zwei Franzosen. 45, 61, 45, 69. Und dann kommt Rox, der es ins Ziel geschafft hat mit einer 45, 96. Oh, also Champ hat gesagt, Schweden macht noch zwei Runden. Da müssen sie jetzt aber Gas geben, denn es steht jetzt schon 6 zu 0 für die Franzosen. Du kannst dich da schon nach den ersten Kurven wieder auf die erste Position setzen. Und Piranha und Inferno. Wer hätte es gedacht, dass die ersten drei Plätze belegen? Das sieht nach einem klaren 7 zu 0 aus hier. Und das macht es auf Dirt natürlich nicht unbedingt einfacher. Jetzt noch die letzte Wall hier ordentlich erwischen und so ist es dann auch. 45-72, 45-78 und eine Punkt 86 GG an Frankreich, die hier Speed mit 7 zu 0 gewinnen konnten. Und hier Schweden ganz schön alt ausgesehen lassen haben. Nein, ich möchte die Coppers gar nicht haben. An Shorty, spar sie dir. So, und jetzt geht's auf Dirt um alles oder nichts, das Dirt Line-Up der Franzosen sind Manu, Red, Epic und Chuck. Da ist Ersatzmann Nico. Interessant, dass Epic Dirt fährt. Weiß nicht, ob das immer so ist oder ob er jetzt einfach heute hier nur den Ersatzmann spielen muss. Auch seitens der Schweden haben wir den vielleicht besten Que81. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber ich weiß, dass er ziemlich gut ist. Dufan, Kayen und Glock. Kayen also heute hier Tech Speed und Dirt mitgefahren. Vielleicht kann er ja die Dirt Map hier. Ist Korbsee von Winter gebaut. Und das ist die Stelle mit dem Wallbang, die doch für den einen oder anderen Flame gesorgt hat. Ja, aber Epic auch nicht unbedingt schlecht auf der Dirt Map unterwegs. Also es könnte durchaus spannend werden hier nochmal. Die Schweden tendenziell mit einem leicht besseren Line-Up würde ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster lehnen. Weil auf Dirt hab ich bekanntermaßen nicht unbedingt den Durchblick. Speed und Tech ist nicht mal unbedingt großes Problem, aber Dirt ist dann doch so eine Geschichte, die habe ich mir vielleicht doch nicht so angeschaut. Es gibt ja jetzt auch ein Dirt-Turnier, habe ich gesehen, da geht es um 2.500 € Preisgeld, wo ich mich frage, WTF, warum tut man sowas? Warum veranstaltet man ein Dirt-Turnier? Aber ich habe dann auch mitbekommen, nachdem ich ein bisschen recherchiert habe, da gibt es unglaublich viele Teams, die das spielen. Also die Dirt-Szene ist doch größer, als man anfangs gedacht hatte. Und anscheinend lohnt sich das dann wohl, diese Investition zu machen mit dem Preisgeld. Die Dirtfahrer kann es auf jeden Fall freuen, da ist jede Menge Holz abzusahen, der womöglich dann mal nicht an Frostbeule geht. Oder eben
den einen oder anderen bekannten Fahrer. Ich weiß auch nicht, ob wir hier jetzt noch zwei, drei Warm-up-Runden sehen werden. Oder nicht. Auf jeden Fall kommt es darauf an, hier auf dieser komischen Dirt-Map möglichst immer am Rand zu fahren. Das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, dass man da dann ein bisschen schneller unterwegs ist als hier in dieser Mitte. Einfach deshalb, weil das Auto in der Mitte mehr holpert, dadurch mehr Airtime hat und dann nicht so gut beschleunigen kann. Eine Warm-up-Runde gibt es jetzt noch. Kein ist gleich Speed You Need, ja. Wer weiß das schon? Vielleicht mit einem Fake-Account unterwegs. Ich kann dazu einiges sagen. Nö, so viel weiß ich auch nicht. So, letzte Warm-up-Runde. Jetzt sind auch alle Franzosen wohl da. Die gleich fahren werden. Ihr könnt ja gerne nochmal tippen im Twitch TV Chat. Werden es die Schweden noch schaffen können, das Match hier zu gewinnen, oder macht Frankreich hier jetzt auf Dirt den Sack zu? In den Warm-Ups sieht so aus, als könnte Frankreich überzeugen. Und nachher dann im Anschluss Duckes P gegen Truitz, würde mich freuen, wenn ihr dann auch dabei seid. Da ist auch der Unio unterwegs, also doch ein paar bekannte Namen auf der Strecke. Da geht es um den Einzug in die Playoffs der CPS, die dann in der nächsten Woche wahrscheinlich starten werden. Da gab es ja auch einen kleinen Eklat zu, dass es wohl keine Relegation gibt. Gerade in unteren Ligen ist das natürlich besonders bitter und es noch nicht mal feststeht, wie viele Teams auf- und absteigen. So, und wir gehen live in die Dirt-Runde. Hat es auch gerade eben schon ein bisschen erwischt. Glock hat da ein bisschen Speed verloren und Chuck da auch auf Seiten der Franzosen. Pine kann da vorne die Spitze übernehmen. Redickson hat es jetzt auch erwischt hier. Sky wirklich so schnell auf Dirt unterwegs, das hätte ich nicht gedacht. Eckt jetzt hier aber auch an. Aber sein Teamkollege Scree81 kann die Führung übernehmen. Jetzt der Wallbang. Und den hat er nicht ganz so gut erwischt. Manu und Epic da auf 1 und 2. Dann zwei Schweden. Aber Dufan kommt da wohl noch dran. Manu da wohl mitten im komischen Bug. Das heißt, wir haben jetzt eine Unentschieden-Situation da vorne. Und Kain kommt da auch noch dazwischen. Das sieht gut aus für die Schweden. Genau so ist es. Vorne haben wir einen Unentschieden mit Epic und Manu. Und dann Kain und Glock da auf den wichtigen Positionen im hinteren Feld. Und damit ist es die erste Runde für die Schweden. Und die brauchen, wie wir wissen, die Punkte. Ich weiß nicht, wie alt die ist und ich weiß auch nicht, ob die gut aussieht. Ich weiß auch nicht, was sie erzählt hat. Manu momentan vorne. Hinter den Epic, Kayen und Dufan. Kaum geht's um Weiber und gleich wird wieder die Frage gestellt, sieht sie gut aus? Ja, da sollte man sich vielleicht mal ein paar Gedanken drüber machen. Und jetzt der Wallbang, der passt, nur nicht bei Kayen. Und jetzt müssen die Schweden schon aufpassen. Mit drei Franzosen da vorne, nur Dufan da noch dazwischen. Und der wird jetzt auch noch von Chuck hier eingeholt, oder nicht? Aber ist egal. Das reicht. Manu und Chuck können da die ersten zwei Positionen für sich behalten. Und Kain nur auf der letzten Position unterwegs. 46,99, 47,23 die Zeiten. Damit das 1:1. Und wie Onya schon gesagt hat, hier geht es nicht mehr um viele Punkte. Ja, ich weiß auch übrigens nicht, was bei dem Unentschieden passiert. Ich glaube, für diesen Fall ist im Regelwerk nicht mal irgendeine Regel vermerkt.
Jetzt haben wir gerade drei Schweden vorne. Die Franzosen mit einem sehr, sehr suboptimalen Start hier nur. Epi kann da vorne noch mitmischen. Oh, Dufan fällt er fast runter. Jetzt der Wallbang. Ist natürlich auch immer so eine Glückssache. Man weiß das von Tag, dass so ein Wallbang mal gelingen kann, mal misslingen kann. Jetzt sieht es gut aus da vorne. Epi kann noch auf die 2. Vielleicht kriegt er da vorne noch den ersten. So ist es. Er übernimmt die Führung. Aber sein Team ist zu weit weg. 47, 24 und dann den Punkt 27, Punkt 29, Punkt 38 die Zeiten. Und damit das 2 zu 1 für die Schweden, die jetzt langsam aber sicher wieder rankommen. Aber Frankreich darf natürlich auch nicht mehr viele Punkte machen. Ich glaube, 2 oder 3 sind es noch. Dann ist die Sache hier gegessen. Und es wird wieder ähnlich eng werden wie schon beim ersten Match. Ja, ohne Fakt, aber wenn Frankreich 3 macht, ist Ende. Einen haben sie schon. Glock und Dufan momentan vorne. Ah, da bleibt ein Franzose auch in der Wand hängen. Ah, und der Wallbang, der passt wieder. Wir haben gerade vorne eine unentschiedene Situation, wollte ich schon sagen, aber nur Epic ist vorne. Dahinter dann 3 Schweden. Das sieht gut aus auf jeden Fall hier für die Schweden und so ist es auch. Das ist die nächste Runde. 47:03 die Zeit von Epic. 47:19, Punkt 20 und Punkt 30 die Zeiten. Und Manu und Chuck diesmal zu weit hinten für die Franzosen, um noch was auszurichten. Und es steht 3 zu 1. Wenn es so weitergeht und die Schweden ihr Niveau so halten können, haben sie noch eine Chance hier, die Country Championship zu gewinnen. Und das, obwohl sie eigentlich gar nicht weitergekommen wären in der Gruppenphase. Das wäre echt der Hammer. Nur durch die Strafpunkte der Niederlande haben es die Schweden geschafft, hier überhaupt in die Playoffs zu kommen. Dann Deutschland geschlagen und jetzt hier gegen Frankreich unterwegs. Manu jetzt aber gerade an der Spitze und es sieht sehr, sehr rot da vorne aus. Nur Glock und Squeeze ist da vorne mit dabei und der hat den Wallbang nicht gut erwischt. Jetzt 3 Franzosen auf den ersten 3 Positionen. Epic hat es dann vielleicht ein bisschen weggebackt, aber kommt auch schon der nächste, Redixon. Chuck hat es da auch weggebackt, aber Glock ist zu langsam, um die Führung zu übernehmen. Das wird nicht reichen. So ist es. Die zweite Runde für die Franzosen. Und jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt müssen sie jede Runde holen, um hier noch was retten zu können. Ja, so ein bisschen geil wäre es ja schon, wenn es jetzt ein Unentschieden geben würde und es wirklich keinen Eintrag im Regelwerk gibt. Dann würde ich mal gerne wissen, was die ESL macht. Vor allem, was die beiden Teams dann hier machen. Ob dann irgendwie eine Decider-Map gespielt wird oder ob dann einfach beide gewonnen haben, man weiß es nicht unbedingt. Glock da wieder sehr, sehr weit hinten. Dazu muss es natürlich erstmal kommen, dass es reicht fürs Unentschieden. Manu und Chuck da vorne gut unterwegs. Kallen aber noch, der mit mich. Dahinter dann 3 Schweden. Wenn sie da vorne vielleicht nicht nur einen kriegen könnten, dann wird es nochmal eng werden. Aber sie sind zu weit weg, um dann noch was ausrichten zu können. Und Kallen wird da hinten noch eingeholt. Und das ist die Runde für die Franzosen. GG. Frankreich hat gewonnen. Trotz allem denke ich mal, dass jetzt noch die letzten Runden hier gespielt werden, so ist es jetzt auch, um das Ganze einfach nochmal fair und sauber abzuschließen in der Country Championship. Ja, man muss sagen, Frankreich, wie immer eigentlich, als Favorit in die Country Championship gestartet, dann auch die Gruppe gewonnen, auch schon das Hinrundenmatch, ja, sehr, sehr knapp gewesen hier zwischen den beiden. Und am Ende hat es dann jetzt halt einfach gereicht. 2010 hat es nicht gereicht gegen Deutschland. 2013 sind sie wieder vorne mit an der Spitze dabei. Ich bin gespannt, wie die ESL weiterverfahren wird mit diesem Turnier. Chuck und Redixon da vorne an der Spitze, dahinter den Squeeze 81 und Dufan. Oh, der hat ihn da vorne sogar noch gekriegt, aber es reicht trotzdem noch. Wir haben eine rot-blaue Konstellation. 46:90 die Zeit von Chuck. Das ist schon super schnell hier auf der Map. 47:16 und eine 47:16. Also sie sind fast zeitgleich hier reingekommen.
auf Position 3 und 4. Und die Franzosen gehen jetzt auch hier in diesem Submatch 4:3 in Führung. Kein momentan an der Spitze der Nellen Chuck und Epic. Aber Epic da jetzt angeeckt. Da fehlt noch ein bisschen der Schwung da nach vorne. Oh, Dufan da sehr, sehr wackelig auf den Beinen gerade unterwegs. Und es könnte vielleicht doch nochmal eine Schwedenrunde geben. Da vorne Kajen hier an der Spitze, dann Chuck und Klock. So ist es auch. Es wird nochmal die blaue Runde. Eine 47:04 dafür, dass Kajen kein Dirtfahrer ist. Wirklich sehr, sehr gut und respektabel hier auf der Map unterwegs. Ja, CPS wird hart. Wer es jetzt verpasst hat oder nachher nochmal schauen will, der kann natürlich gerne ab morgen auf YouTube vorbeischauen. Da werde ich das ganze VOD nochmal hochladen in verbesserter Qualität. youtube.com/StubbyTV könnt ihr auch gerne abonnieren. Oder auf Facebook, facebook.com/StubbyTV. Genauso wie Twitter, was ja ganz gerne mal vergessen wird. Da gibt es auch einen StubbyTV-Account, twitter.com/StubbyTV. So, Kajen kann sich an die Spitze setzen. Und hat auch direkt den Wallbang hier verschissen. Epic will dann noch um die erste Position gerade kämpfen für die Franzosen. Da kommt auch Chuck nochmal reingesprungen. Schaut euch an, wie viel Speed er da einfach hat. Ja, konnte dann nochmal gut mitmischen. Das ist die nächste Runde für die Franzosen. Ein 5:4. Und jetzt könnten sie vielleicht den Sack zumachen und dann feiern gehen. Ich weiß nicht, es gibt sogar was zu gewinnen. Und zwar Premium und einen Award, der dann im Teamprofil sichtbar ist, sofern denn alle Teammitglieder Premium sind. Was wahrscheinlich die wenigsten sind. Wir gehen in die nächste Runde rein. Momentan wieder Kajen vorne mit dabei. Bis zum Wallbang ist er immer gut dabei. Aber dann scheint er Speed zu verlieren. Jetzt hat es mal geklappt, aber bei Quise nicht. Chuck und Epic auf 1 und 4. Und Kajen kommt da nochmal gut ran da vorne. Hat sogar mehr Speed und überholt da nochmal Chuck. Und rettet nochmal eine Runde für die Schweden zum 5:5. Vielleicht wollen sie das Submatch dann doch noch gewinnen. Ist natürlich sehr, sehr bitter, dass man dann, wenn es jetzt für Schweden ausgehen würde, nur wegen 2 Punkten verloren hat. Manu gerade vorne mit dabei, Chuck jetzt da hängen geblieben an diesem Sprung. Epic jetzt auch schon aufgegeben, also wirklich ernsthaft scheint da wohl nicht mehr dran interessiert zu sein. Wallbang hat bei Quasen nicht gepasst und Dufan schließt da auf Manu auf momentan. Aber es wird wohl trotzdem reichen für die Franzosen, oder, nee, das wird sogar die schwedische Runde. 3 Schweden dann hintereinander ins Ziel kommen nach Redixon und damit das 6:5. Vielleicht können es die Schweden dann sogar noch gewinnen hier, das Hauptmatch. Auch wenn es natürlich dafür nichts mehr geben wird, außer die goldenen Ananas. Von momentan vorne mit dabei. Jetzt kommt Chuck die Führung übernehmen gerade eben für die Franzosen. Manu kann auch noch mal gut ausschließen. Der Wallbang passt soweit bei den 4 hier vorne.
sehr, sehr eng. Duffan jetzt an der... Oh mein Gott, was für ein Bug! Unglaublich, der ist ja oben an den CP dran geknallt. Sehr, sehr schön, der war fürs Lehrbuch. Und es reicht für die Franzosen, die Runde dadurch zu gewinnen. Ein 6 zu 6. Ich weiß auch nicht, warum sie jetzt alle schon GG schreiben. Vorbei ist es ja noch nicht. Und Redixon wieder in Führung für die Franzosen. Sehen wir auf jeden Fall die letzte Runde hier auf der Dirt Map. Oh, Quese eckt da nochmal böse an. Aber Duffan und Clock sind da noch gut dran. Der Wallbang. Oh, den hat Redixon gar nicht gut erwischt. Und Duffan konnte sehr, sehr viel Speed mitnehmen. Vielleicht reicht es doch noch. Und wieder der Bug. Wieder dieser Bug. Wirklich zum zweiten Mal. Diesmal hat es Manu erwischt. Also er scheint an der Stelle wohl üblich zu sein. Und wir haben wohl die Runde für die Schweden. Genau so ist es. Schweden gewinnt hier das Dirt Submatch. Das bringt ihnen aber nichts, denn insgesamt hat Frankreich mehr Punkte geholt auf Tech, Speed und Dirt. Das war die Country Championship 2013 in Trackmania Nation 12. Vielleicht wird es ja nochmal einen in Team 2 Stadium geben. Ich bedanke mich bei allen, die dran geblieben sind, die zugeschaut haben. Und wir hören uns dann später um 20 Uhr wieder mit dem CPS-Match zwischen Truids und DuckSP. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ansonsten bis demnächst. Ciao.